Am Freitag, den 21. April, findet in den Grouzon-Gewächshäusern ein Jugendprojekt statt. Anlässlich des 250. Todestages des bekannten Magdeburger Komponisten stellten 100 Schülerinnen und Schüler ein Projekt auf die Beine. Einer der berühmtesten Künstler seiner Zeit, Georg Philipp Telemann. Unter dem Motto Telemann bewegt, erarbeiteten Jugendliche mithilfe von Lehrern, Theaterpädagogen und Künstlern szenische Darstellungen. Wir wollten gerne Jugendliche in die Stadt holen, sich künstlerisch mit der Person auseinanderzusetzen und an verschiedenen öffentlichen Orten ihre Sichtweisen auf den Komponisten präsentieren. So verschieden wie die Sichtweisen sind auch die Schauplätze. Einer der lebendigsten Standorte sind die Grouzon-Gewächshäuser. Wir haben eben den Bezug zu Telemann durch den Telemann-Garten bei uns im Innenhof, wo wir einen kleinen Bereich mit Pflanzen zeigen, die Telemann damals in seinem Garten in Hamburg hatte. Pflanzen benötigen Sonne und Wasser. Ein Projekt wie Telemann bewegt braucht Zeit, Leidenschaft und gute Zusammenarbeit. Wir haben praktisch ein Jahr lang gearbeitet in drei verschiedenen Phasen. Als erstes brauchten wir natürlich die Orte, wo es stattfinden kann, haben eine Recherche betrieben, welche Orte haben im weitesten Sinne mit Telemann zu tun. In einer zweiten Phase haben sich die Schüler mit den Künstlern dann in den Schulen getroffen, haben die Orte erkundet und haben das wieder zurück in ihre künstlerische Arbeit getragen. Und jetzt in einer dritten Phase wird die Präsentation vorbereitet und steht sozusagen in den Startlöchern. Auch der Theaterjugendclub ist mit einem Auftritt dabei. Thema sind die gängigen Vorurteile von Erwachsenen gegenüber Jugendlichen. Jugendliche sind faul. Jugendliche werden schwanger. Jugendliche werden schnell depressiv. Jugendliche spielen Killerspiele. Für die Zuschauer gibt es nicht nur das klassische Theater. Auch Bewegung und szenische Gestaltung haben einen festen Platz im Projekt. Die eine Gruppe unter Herrn Zementschikow, die die Tänze vorführt, und die andere Gruppe unter Herrn Völker und Frau Göbel, die den jungen Telemann in den Mittelpunkt gestellt haben und sich mit verschiedenen Stationen seiner Kindheit beschäftigt haben, die verschiedene Formen der Darstellung ausprobiert haben und einen Telemann-Song entwickelt haben. Was wir heute hier gesehen haben, das ist die Kinder, die nie Tanzschritte gelernt haben und mussten sofort Choreografie tanzen. Wichtigste und schwerste Sache war, Musik zu hören und zu lernen. Und natürlich diese körperliche Anstrengung. Und das haben wir alles geschafft durch ernsthafte Arbeit. Und ich bin sehr stolz auf die Kinder. Wir haben keine Kostümshow gemacht, wir haben bloß Teile von Barockostilistik genommen, dann versteht man sofort, das ist Barockostil. Jeder kleine Auftritt, jede kleine Probe, also gibt Sicherheit, und ich denke, am 21. werden wir ganz cool. Am 21. April begeben sich die Zuschauer auf eine Reise, bei der Historie und Kultur aufeinandertreffen. Die Grouzon-Gewächshäuser haben einen Telemann-Pflanzengarten. Das Kunstmuseum Kloster unserer lieben Frauen hat die Konzerthalle Georg Philipp Telemann. Das Gesellschaftshaus galt damals als gesellschaftlicher Hotspot, als Treffpunkt. Und das Modehaus Papenbrea liegt auf Telemanns ehemaligem Schulweg. Karten für die Premiere der von Jugendlichen inszenierten Stadtrundfahrt Telemann bewegt gibt es an der Theaterkasse im Opernhaus. Also ich kann nur jedem empfehlen, also auch aus jeder Altersklasse. Es ist, glaube ich, ein so vielfältiges Programm, diese Stadtrundfahrt, dass auch jeder damit angesprochen sein kann. Das ist ja von Kindern für Kinder gemacht, und wie sollen Kinder sonst entdecken und sehen, wer Telemann ist in dem Moment, oder wie kann man das umsetzen, wenn sie es nicht von Kindern sehen? Station 1 von Telemann bewegt sind die Grouzon-Gewächshäuser. Hier geht's los mit einem vielfältigen, fantasievollen und kunterbunten Musiktheater.